Genau, fangen wir mal einfach mal an. Ja, es ist ja natürlich jetzt auch etwas schwierig, der Anfang, da es jetzt auch schon wieder ein bisschen zurückliegt, aber wir waren ja nun auch ein bisschen gezwungen, ein bisschen zu pausieren. Ich würde sagen, da war ich auch ein bisschen schuldig dran, weil ich jetzt eben dieses vermaledeite Buch fertig machen musste. TV Watchdog. US-Serien im Gespräch. Und deshalb sind wir jetzt ein bisschen zurück mit unserer Besprechung der Folgen von Person of Interest. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt einfach mal weiter. Und ja, die erste Folge, die wir jetzt auf dem Zettel haben, als Folge von der, als Nachfolgefolge von der ersten Folge, ist logischerweise die zweite, und die hat den schönen Titel Nothing to Hide. They know all about you. It's learning everything about a person. He's a data broker. But they aren't the only ones watching. I've got nothing to hide. Things are getting interesting. Man sieht unseren geliebten Finch, wie er durch New York spazieren geht, in einer großen Menschenmenge, und auf einmal erblickt man dann, die Kamera stellt scharf und erblickt Shaw im Hintergrund, wie sie ihn halt verfolgt. Ja. Und als man hätte sich natürlich denken können, aber natürlich geht sie um irgendeine Ecke und Finch ist natürlich weg. Und dann steht ein Batman, natürlich Reeves hinter ihr aus dem Nichts. Und dann einfach auch, ich liebe Reese einfach dafür, wie trocken er ist, weil er dann ja auch direkt mit diesem, he does that, ne, er tut das, und a man likes his privacy. Wo dann so, ja, nochmal, das Finch, wir kennen ihn jetzt seit 2,5 Staffeln und wissen immer noch nichts über den Mann. Genau, und ja, und das ist witziger, es ist halt wieder so eine Spiegelung. Ich glaube, es ist fast exakt die gleiche Folge. Also es wiederholt sich quasi das, was in der ersten Staffel halt eben Reese schon versucht hat. Und ich glaube, es war auch, glaube ich, schon auch in der zweiten Folge, wo er mal ihm nachgegangen ist. Und ja, und Shaw ja, tritt sozusagen jetzt immer mehr in Reese Fußstapfen. Ja, die ist ja auch neugierig. Und ich glaube, sie hat bei weitem nicht die Geduld, die Reese hat. Also, wo Reese ja dann einfach, er hat nicht aufgegeben, aber er hält sich ja schon deutlich zurück mit seiner Neugier. Und die muss ja auch schon irgendwo in ihm brennen. Der kann nicht auch 2 Jahre mit ihm arbeiten und sich nicht interessieren, was der Mann so nach Feierabend macht. Ja. Und ich glaube, Shaw ist da, die könnte da vielleicht auch ein bisschen, ja, ich würde nicht gerade, also die könnte der Sache vielleicht mehr auf den Grund gehen, oder hat vielleicht, die hat vielleicht auch einfach mehr Langeweile, was man ja so in der letzten Folge gesehen hat, dass sie auch einfach mehr Zeit da rein investieren möchte. Ja. Und ja, und dann haben wir als B-Plot halt immer noch ja, weiterführende ja, Untersuchung von Carter in die Machenschaften von HR. Und Um den Tod von ihrem fast Boyfriend. genau, Cal Beecher zu untersuchen. Und ja, und trifft dann eben ja, Beechers, wie heißt das denn in Deutsch? Patenonkel. Patenonkel, der eben ein wichtiger Mensch eben im Bürgermeisteramt ist, aber eben auch. Das, was wissen nur wir oder das weiß nur der Zuschauer, das wollen wir jetzt auch nicht großartig, dass er eben der Kopf oder einer der Köpfe von HR ist. Nicht nur das, oder? Der hat doch richtig viel Dreck am Stecken, oder? Ja. Also ich habe den, weiß ich nicht, der hat mich direkt auch an diesen Gus aus Breaking Bad erinnert. Dieses nach außen absolut angesehener, anzugtragender Geschäftsmann, der total erfolgreich ist und den alle mögen. Ja. Und hinter Fassade kaltblütig. Ich meine, das war sein Patenkind, und er war ja mitverantwortlich dafür, dass er das Zeitliche segnet. Ja, und ja, und dann geht es natürlich auch diesmal wieder um eine Nummer, und diese Nummer ist halt diesmal einem gewissen Wayne Krueger zugeordnet, beziehungsweise schwebt halt dieser Wayne Krueger und beziehungsweise seine Social Security Nummer in Gefahr. Und ja, und der hat eben auch einen interessanten Job,
der jetzt wieder in dieser Thematik, die Person of Interest eben so storymäßig so aufbaut, ja auch sehr interessant ist, ne? Denn im Grunde... Das passt auch wunderbar rein. Ja, er ist halt eben so ein CEO von eben so einer... Ja. Von so einem Datensammlungsunternehmen. Genau. Ja. Die hingehen und mit den Profilen der Leute, die sie oder der Leute, die für sie interessant oder relevant sind, Geschäfte machen. Ja. Also ich würde mal sagen, die Anspielungen an Google und Facebook sind da ja durchaus irgendwie ziemlich offensichtlich. Genau. Dann ganz kurz eine Frage. Das ist dann schon sowas wie Facebook, wo die Leute sich freiwillig selber angemeldet haben. Das sehe ich dann richtig, oder? Nee, so wie ich das verstanden habe, gehen die hin und sammeln alle öffentlich verfügbaren Daten einer Person. Und erstellen Sachen dann, gibt's ja. Und erstellen dann automatisch ein Profil, was genau. Dann einsehbar ist. Also deswegen ist, glaube ich, die Nähe zu ist man eher näher an Google dran als an Facebook. Vom Prinzip her. Ja. Also so, das wäre dann quasi, wenn Google jetzt alle Felder für mich ausfüllt. Ne? Ja, nicht nur das. So, ja. Sondern natürlich auch hingeht und dein Profil an relevante Leute verkauft. Der Unterschied ist, glaube ich, oder den Unterschied würde ich daran festmachen, dass Google ja nicht hingeht und ich kann jetzt nicht einfach so ein Google-Kunde werden und über den Christian oder den Timo alles herausfinden, was ich herausfinden möchte. Sondern das sind ja bei Google Daten für die gehen ja hin und verarbeiten die intern weiter. Also jemand kauft ja Werbung oder Werbezeit oder Imprints, wie es heißt, bei Google ein. Und die können dann gezielt Werbung machen für mit deinem oder auf deinem Profil für mit Werbung, die für dich relevant sein könnte. Ja. Das ist ja das, worum es bei Google geht. Also im Grunde, Hier ist es ja wohl so, und das ist ja dann bei dem, was dann ja auch eins der Hauptproblemfälle war, dass da jemand, ein Stalker halt hingehen konnte und mehrere Male eine Person finden konnte und auch auf Anforderung, dass das entfernt wird, nicht entfernt wurde. Jetzt, wo du das gerade sagst, ich weiß jetzt nicht, ob das da reinpasst, aber habe ich gestern erst gelesen, der Nintendo DS, der Handheld von Nintendo, der hatte wohl so eine App, wo man sich quasi im Prinzip ähnlich wie WhatsApp, dass man sich kostenlos Nachrichten schicken konnte und wohl auch per Zeichnung, also wirklich dann so handgemalte Nachrichten und so. Ja. Und das wurde jetzt wohl gesperrt, weil das wohl irgendwelche missbraucht haben, um eine 12-Jährige zu vergewaltigen. Also das passt ja dann quasi auch so ein bisschen da rein, dass halt sowas eigentlich mehr oder weniger harmloses für so ein Verbrechen benutzt wird. Ja, klar. Also das würde in diese ganze Reihe von Leute suchen. Aber deswegen, also das ist ja hier in dem Fall so, dass da, also ich würde sagen, du hast recht. Auf der einen Seite, also bei der Nintendo DS gibt es ja auch diese Funktion, dass zwei Leute, die eine Nintendo DS haben und die gehen aneinander vorbei, dann machen die sich auf sich gegenseitig aufmerksam. Also im Grunde ist das Ganze vielleicht auch als Oberthema vielleicht auch wirklich die Privatheit, ne? Also oder Privatsphäre. Ja, definitiv. Das wird eben dem schon aufgezeigt, eben dass Shaw quasi Finch hinterher spioniert seine private. Zitiert hat. Genau. Gerade. Genau. The man likes his privacy. Genau. Absolut. Und witzigerweise gibt es da ja jetzt auch wieder weitere Analogien in der Realität, dass jetzt gerade bekannt wurde, dass eben die NSA halt auch intensivst eben zum Beispiel Google auch ausspäht und dass Google beziehungsweise diejenigen Ingenieure, die bei Google für die Sicherheit zuständig sind, da halt richtig fuchsig sind. Also da gibt es jetzt gerade jetzt einen berühmten Blogpost, wo sie halt eben der NSA so den Stinkefinger zeigen und sagen, fuck them und so. Also, und was es ja auch wieder witzig ist, dass die Datensammler, und das wird ja dann in dieser Folge dann eben auch Thema, dass die Datensammler quasi jetzt selbst Opfer ihrer eigenen Datensammelleide, Sammelwut werden. Und das ist natürlich auch sehr schön.
In dem Blogpost reden sie ja auch davon oder sagen sie auch, da, also die beiden, die da Ingenieure, die da hauptsächlich für zuständig sind oder die sich da geäußert haben, deren Aufgabe war es, die Daten zu sichern. Und das, dabei handelt es sich ja eigentlich um interne Server von Google. Mhm. Und also deren Ziel oder deren Aufgabe war es, die Daten sicher zu machen, vor wem auch immer. Ja. Und dass gerade da dann angesetzt wird, ist zum einen ja nicht unlogisch, aber natürlich für Leute, die irgendwie gegen irgendwelche Verbrecher sich erwehren, dass da dann der Staat hingeht und da selber eingreift oder Sachen ausnutzt, ist natürlich dann für jemanden, der da mit nahe befasst ist, wahrscheinlich ziemlich ärgerlich. Ja. Aber noch was Zweite, und das wird auch erwähnt, und das könnten Sie noch nicht wissen, weil die Folge davor rauskam, dass beispielsweise AT&T ja wohl für einen nicht kleinen Betrag pro Jahr Daten an die CIA verkauft, also verkauft, freiwillig oder unfreiwillig abgibt, sondern verkauft. Und in der Folge gibt's ja auch diesen, dass es darum geht, dass dieses Unternehmen den Verkauf von Daten auch an staatliche Stellen ermöglicht und bereitstellt. Ja, und das fand ich auch noch eine interessante Parallele. Und das macht jetzt eben auch dann die eigentliche Bedrohung, die dann sich dann offenbart gegenüber diesem CEO, eben dieser Live-Tracker-Website, dann auch irgendwie fast schon auch wieder so ein bisschen unheimlich realistisch. Denn ich könnte mir in der Realität auch durchaus vorstellen, dass es auch nicht mehr lange dauert, bis es quasi so eine Art, Rote Armee-Fraktion von Anonymous gibt sozusagen, die halt die Privatheit des Bürgers halt mit radikalen Mitteln schützen will. Jetzt greifst du ja schon so ein bisschen vorweg. Ja, aber auf jeden Fall passieren halt sehr merkwürdige Dinge und die halt eben von sehr scheinbar sehr fähigen Hackern halt durchgeführt worden sind. Bevor wir dazu kommen, eine Sache. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach irgendwelche subtilen Anspielungen nicht verstanden habe, aber für mich wirkte dieser Krüger überwiegend so, als meint er das wirklich ernst. Also so gar nicht im negativen Sinne, sondern schon irgendwo, ich helfe den Leuten damit ja irgendwie. Ja, würde ich auch sagen, klar. Okay, dann der hat keine, der ist jetzt nicht, war nicht als mit fiesen Hintergedanken oder so. Genau, das meine ich, das finde ich noch so ein bisschen interessant, diese fast schon Naivität, die er an den Tag legt und halt dieses komplett, ich lege mein Leben komplett offen. Er sieht das ja als total positiv und voll gut und alle haben was. Macht das davon. Ja auch selber. Genau. Zumindest zu einem Teil. Ja, klar. Ja, aber deswegen, also das ist das, was ich eben auch mit der Parallelität zum einen zu Google, da gibt's ja durchaus auch diese Naivität. Oder was heißt Naivität? Gibt's auch diesen Ansatz, dass man eben da, warum sollte ich das verbergen hat? Aber auch zu Facebook, wo ja genau dasselbe propagiert wird und gesagt wird, also wir haben eigentlich keinen Grund, hier hinzugehen und Sachen nicht öffentlich zu machen, kaufen dann aber alle Häuser in der Umgebung, weil man seine Privatheit haben will. Ja, also es ist halt ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja. Also dass Leute, die Wasser predigen und Wein saufen. Also zwei Dinge schwingen, da habe ich eben natürlich auch so dass es quasi so eine Karikatur von Google ist. Also eben diese Mentalität von Don't be evil, die halt Google propagiert. Aber eben halt auch das, auch diese Naivität, da sind wir jetzt schon wieder bei so alten Movie-Watchdogs-Tropen, ne? Also eben, dass es auch wieder so eine ranche Figur ist, so nach dem Motto, ja, ich mach doch nichts falsch, ich versuch doch nur irgendwie, dass es mir gut geht und dann geht's halt auch allen gut und er verhält sich ja auch sehr, sagen wir mal, nicht so rational wie, beziehungsweise so, wie halt die normalen zu beschützenden Opfer
beziehungsweise von Team Reese und Finch und jetzt auch Shaw, sondern kaum ist er allein mit Finch im Safehouse, schlägt er halt Finch K.O. und Reese muss halt ja aufpassen, ihn irgendwie wieder zu finden. Ne? Also das heißt Das kann ich auch so ein bisschen verstehen. Er steht ja dann schon so vor den Ruinen seiner eigenen Existenz, ja. Merkt ja, dass er quasi von irgendeiner äußeren Macht an den Rande des Ruinengetriebens wird. Und das Problem bei Finch und Reese ist ja dann halt auch immer, für den Zuschauer ist es cool, aber wenn man selber in der Situation wäre, ist halt diese Geheimniskrämerei halt immer unfassbar nervtötend. Ja. Das hatte ich schon bei Walking Dead gesagt, dass halt einfach so Leute, macht den Mund auf, redet miteinander, wir könnten uns 3-4 Folgen sparen, weil alle Probleme direkt gelöst wären. Aber also jeder von euch spielt den großen Geheimniskrämer mit irgendwelchen One-Linern und kurzen, knappen Antworten. Und dann ist es klar, dass früher oder später mal einer von denen sagt, ey, wer seid ihr? Ich gehe jetzt. Ich habe gesehen, da ist eine Knarre. Ich weiß, wo der Typ mir auflauern will. Und genau, das war ja auch noch, ich muss da jetzt hin, um das Letztmögliche noch zu retten. Genau, also deswegen konnte ich das auch relativ gut nachvollziehen. Der Druck war klar genug dargestellt, dass man nicht gedacht hat, der ist jetzt ein vollkommener Vollidiot, wie bei Walking Dead das oftmals der Fall ist, sondern man konnte schon irgendwie einsehen, klar hat er sich irrational verhalten und auch nicht nett, aber trotzdem war es irgendwie, okay, das geht jetzt wirklich hier, der und er hat auf den Zahn Finch erleben gelassen, also ich meine, er hat ihn dann genau. Immer gefesselt oder so ein Kram. Genau, er hatte jetzt nicht die Intention, da ihn schwer zu verletzen, sondern gut, was hätte Finch machen sollen, wenn er einfach gesagt hätte, ich gehe jetzt. Wäre wahrscheinlich auch nichts passiert, aber der... Aber wahrscheinlich eine sehr interessante Diskussion. Das ist richtig. Aber um nochmal vielleicht auf die Methode zu kommen, die da angewandt wird, was ich eigentlich relativ interessant finde, also es wird ja auf diesen Prozess verwiesen, also diese Klage verwiesen, wo irgendwie 200 Leute sich zusammengetan haben und die Firma beziehungsweise ihn verklagt haben, weil sie da... Schaden haben und wir werden da ja in der Folge so ein bisschen mehrere Male auf die falsche Fährte geführt, dass einer aus diesem Prozesszusammenhang da dahinter stecken könnte. Ja, ja. Was ja dann mit diesen Paketen, beziehungsweise das erste ist ja das Jo, auf dem Jahrestag. Jo, was dann zum Sextape wird. Aber auch super gemacht. Also so Respekt an den Cutter von dem Video in dem Film. Also schön gemacht. Genau, und die Hinweise dann auf die anderen Leute, die da irgendwie mit diesem Fall zu tun haben könnten. Das ist ja so klassisch, okay, da wird jetzt einer umgebracht, jetzt gucken wir, wer hat mit dem irgendwie was zu tun gehabt und wer hat vielleicht Grund den, oder nicht umgebracht, sondern bedroht, weiß ich nicht, wer hat da Grund zu? Und da ist natürlich so eine Klage jetzt der erste Punkt und dann kann man ja durchgehen, wer ist sozusagen am schlimmsten davon betroffen gewesen. Und da ist ja dann der Punkt auch, wo man sozusagen so einen doppelten Fake drin hat, nämlich dass wir eigentlich dann denken, wir wissen, wer es war oder wer es ist. Der Hausmeister oder der Hausmeister, genau. Genau, der Vater, der einer von einem Stalker oder von ihrem Ex-Freund getöteten, der aber auch nur... Über die vorher auch schon mal erzählt wurde, also die war nicht... Genau, über die wurde berichtet, also das ist war jetzt auch nicht aus dem Blauen heraus, so. Sondern wir wussten, welche Hintergründe es gab und wir konnten dann dementsprechend relativ gut nachvollziehen, okay, das könnte der sein oder das ist der, weil der ist nun mal besonders geschädigt gewesen. Aber dann kommt ja der eigentliche Clou, dass nämlich plötzlich ein neuer Spieler auftritt, der sicherlich auch nochmal auftreten wird, wäre jetzt so meine Vermutung, in den nächsten Folgen oder zumindest irgendwie eine größere Rolle in der Staffel spielen könnte. Genau.
Nachdem nämlich, ja, wie gesagt, in Krügers Leben mehrere Dinge falsch gegangen sind, die alle von unterschiedlichen Personen ausgeführt wurden, die alle angeblich, was heißt angeblich, die alle anonyme, heimlich Pakete bekommen haben, wo dann immer drin stand, was sie zu tun haben, um halt ihre persönliche Rache an dieser Person zu nehmen, kommt es dann halt zu dem großen Showdown. ja, wer will es lösen? Ja, ich suche gerade jetzt, also es, ja, Vice President oder Vizepräsident der Firma, von dem sich halt eben der Krüger quasi für eine Geldspritze erhofft, dass der halt in seine Firma halt investiert. Der genau, Peter das ist ein Collier, großer Auftrag. Genau, der Peter Collier, der ist, stellt sich dann aber raus als, ja, nicht der, der er zu sein scheint, sondern eben als ein Aktivist einer geheimnisvollen Gruppe, die halt eben, wie schon vorhin auch schon angesprochen, die Privatheit des Bürgers schützen möchte und deshalb allen digitalen Schmarotzern wie eben Wayne Krüger halt den Kampf angesagt hat und da eben diesen Kampf eben aber auch radikalisiert hat. Ich suche das ist die von dir eben angesprochene Anonymous RF-Fraktion. Genau, ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Namen dafür? Ich glaube, in dieser Folge noch nicht, aber ja, also auf jeden Fall hat diese Gruppe... Wenn wir ihn noch nicht haben, dann dürfen wir ihn eigentlich auch noch nicht sagen, genau, oder? Genau. Und ich glaube, den wissen was wir für auch den, noch. Was für den Zuschauer und was ja. Für uns im ersten Moment erstmal jetzt relevant und interessant ist, ist die Tatsache, wir haben einen neuen Spieler im Spiel. Genau. Der also, ganz eigene... interessante Ziele verfolgt, weil die genau. Ja eigentlich auch im Prinzip auf der Seite von Reese und Finch sind, wenn es darum geht, Gutes zu tun, aber auf der anderen Seite ja genau gegen das stehen, was die Maschine macht, diese Datensammelklamotte. Ja, genau. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie die noch auftauchen werden. Und ich fand auch generell diese Ansage großartig, dass er ja auch dann wirklich gesagt hat, so, wir wollen dir eine Lektion erteilen, aber die wirst du sowieso nicht verstehen, deswegen haben sie ihn erschossen. Kaltblütig, ja. Richtig harter Move. Und auch dieses Militante war irgendwie großartig. Dieses so, ja, wir hätten auch einfach das machen können, aber wir wollten halt ne, den Leuten ihre persönliche Rache geben. Das war schon ja, großartig. Ja, man weiß ja auch nicht, wie viele Pakete sie sonst noch rausgeschickt haben. Ja, genau. Ja. Und also es kann ja gut sein, dass sie irgendwie, das waren halt die Leute, das war ja keine, die haben ja jetzt nicht die Leute erpresst, das zu tun. Sondern die sind ja hingegangen und haben den Leuten Gelegenheit gegeben, das zu tun. Genau. Ja. Also fast schon so ein bisschen, also gut, so ein bisschen das Robin Hood-Ding. Ja, ja. Schon in der Richtung, aber da werden sich vielleicht auch viele dann gesagt haben, nee, mache ich nicht. Gut möglich. Ist jetzt eine Vermutung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur zwei Leute da angeschrieben haben von 200, sondern dass die hingegangen sind und möglicherweise da mehrere dieser Pakete rausgeschickt haben und hat ja gereicht, dass sich zwei Leute darum gekümmert haben. Wie sich am Ende der Folge rausstellt, nachdem Finch natürlich wieder alles rausgefunden hat, über diese Gruppe, was er rausfinden konnte zu dem Moment, die haben ja schon scheinbar guten Einfluss und gute Möglichkeiten. Diese Pakete wurden ja über irgendwie ganz kaum nachvollziehbare Wege verschickt und einfach auch, dass er dann gesagt hat, ja, dieser Typ, der dann den Schuss abgefeuert hat, der ist untergetaucht und der hat halt vor einem halben Jahr in dieser extrem hohen Stelle bei diesem Unternehmen angefangen, nur um bei diesem Gespräch mit dem Krüger dabei zu sein, wo dann einfach, wow, so viel Vorlauf, also ein ganzes halbes Jahr investieren, den Job machen, alles nur zum Fake, alles nur, um dann in 6 Monaten Zukunft die Rache zu nehmen. Das ist keine kleine Truppe von Idioten. Ja. Nee. Ja. Also das ist schon sehr, sehr bedrohlich. Und ich bin mal echt gespannt, wer und was da alles so hintersteckt. Ja. Weil er schien ja auch nur in Anführungszeichen eine ausführende Hand zu sein. Ja, würde ich auch, also so würde ich sagen, würde ich das auch erstmal interpretieren, dass da genug Leute hinterstehen und genug Organisation hinter ist, dass das eine Bedrohung für den weiteren Verlauf werden kann.
Und ja, natürlich der wichtigste Satz aus seinem Mund, this was only the first lesson. Genau. Ja, und da denke ich definitiv einen neuen Gegner. Genau, und oder? Ja, Gegner würde ich gar nicht, also ich würde ihn noch nicht potenziell als Gegner sehen. Ja, also ich würde das so weiterspinnen, dass das eine Bedrohung für die Maschine wird. Genau. Genau. Okay. Das, was, das wird, was ja, wir, ja, das wird der Showdown, würde ich sagen. Oder einer, der vielleicht Mid-Season oder End-Season, aber ich würde sagen, darauf läuft es hinaus. Dass, meinst du in dieser Staffel schon? Ja, denke ich schon. Weil das, okay, sind, das sind dann, also wir das, haben dieses, immer wieder, wir werden immer wieder HR als auftauchend und Elias als vielleicht ja jetzt auch immer mehr als Verbündeten. Elias ist eine ganz interessante Figur, so der, mit dem können die alles machen. Genau, genau. Der kann morgen hinter dem stehen brauchen und wir retten und übermorgen steht er vor denen und lässt einen LKW auf die fallen. Und deswegen brauchen wir einen richtigen Gegner für die Staffel. Ja. Und das könnte ich mir vorstellen, dass die das werden. Ja. Ja, und auch Carter bekommt halt eben, ja, ja, da geht's, bei Carters Thema geht's halt weniger um Privatheit als um eben, dass jetzt eben dann doch ihr neuer Partner, der Rookie Lasky, ja, versucht doch ja, ein bisschen. Erstmal ist die Babysitter. Genau, ja, genau, diesen. diesen ja doch ja wirklich auch Rookie, der sich wirklich dann auch bei seiner ersten Leiche auch erst einmal übergeben muss und doch versucht quasi in irgendeiner Form Carters Vertrauen zu gewinnen und sich da auch wirklich anstrengt und zumindest jetzt am Ende der Folge auch ein bisschen sympathischer rüberkommt. Und, ja, und auch begründet hat, warum, also sie ist ja die ganze Folge relativ abweisend und ja, relativ harsch mit ihm. Ja. Und er konfrontiert sie dann aber auch dementsprechend, mhm, und sagt, hören Sie mal zu, ich bin hier, weil ich hier sein will. Andere Leute wollten nicht, aber ich habe nicht sie hätte sich ihn ausgesucht, sondern er hätte sich sie ausgesucht, weil sie das getan hat oder das gemacht hat, was sie eben gemacht hat. Ja. Und er ist sozusagen, also so ein bisschen oder sie ist so ein bisschen seine Heldin. Ja. Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal, erzähl dir mal kurz bei der Folge so mal ein. Ja, vielleicht erstmal dann so, dass wir auch schon. Genau, jetzt, sorry. Ja. Sorry. Dass er jetzt gesagt hat, er hat ja, glaube ich, irgendwie was von Vieren gesprochen, die vor ihm hätten ihr Partner werden sollen, die dann alle nicht wollten. Ja. Wollten die nicht, weil sie das Manko des zu sauberen Kopfs hat? Oder wollten die nicht, weil uns als Zuschauer jetzt mal so eben rübergebracht werden soll, sie ist der taffe Dirty Harry-Charakter? Ich würde eher sagen, die wollten nicht, weil sie degradiert wurde. Ja, also quasi, sie ist jemand, der ja. Persona non grata mäßig. Also genau. Genau. Also mit okay, dem, wenn okay, ich okay, mit der zusammenarbeite, dann habe ich schlechtere Karrierechancen. Okay, dann ist also gut, so weil im ersten Moment so, also im ersten Moment hat es so gewirkt, du bist zu tough, die trauen sich alle nicht, wo ich mir dachte, das wäre ein bisschen aufgesetzt. Aber nee. Wenn das so also, ist, dann bin ich da also ich, zufrieden. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass die alle nicht wollten, weil sie gesagt haben, ist meiner Karriere hinderlich, wenn ich mit der zusammenarbeite und er hat genau den umgekehrten Ansatz und sagt, ich will ein guter Cop werden und deswegen brauche ich eine gute Lehrerin und deswegen habe ich sie mir ausgesucht. Alles klar. Wäre so meine Interpretation. Ja. Alles klar. Ja. Sehr schön fand ich den Moment, wo Finch, als er da am Laptop sitzt und was eintippt und Kruger ihm über die Schulter guckt und er sagt, do you mind? Und den Monitor so ein, den Laptop so ein Stückchen wegdreht. Fand ich sehr, sehr nett. Also da waren einige von diesen, was ich zum einen sehr gut nachvollziehen konnte und was auch schön Finches Charakter nochmal mit der Privacy, also da haben wir mehrere Male so Punkte, die
eben wiederholt werden und gesagt, nee. Er verachtet den auch richtig. So, also auch, ja, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Dieses, wir retten dich, weil wir was tun müssen, aber ich mag dich persönlich nicht so ganz. Und ich stehe nicht hinter dem, was du tust. Der die Maschine für einen Dollar verkauft hat. Ne? Ja. Also er ist hingegangen und hat gesagt, wir müssen, oder ich habe hier eine Maschine geschaffen, oder wir mit dem Partner, wir haben hier was geschaffen für zur höheren Sicherheit und zur Besserung der Menschlichkeit oder der Menschheit oder weiß ich nicht was. Und wir müssen da einen Preis für nehmen, und der Preis ist eben der kleinste Preis, den man nehmen kann. Und es ist ein Dollar, und wir machen nicht Geschäfte mit den Daten, die wir haben. Ja. Was ja auch überhaupt kein Problem gewesen wäre. Also sie hätten ja auch hingehen können, die Maschine entwickeln können, entwerfen können, und dann wären sie hingegangen und hätten genauso Data Mining betrieben, was sie ja tun. Ja, klar. Aber Data Mining betrieben, um damit Geschäfte zu machen. Ja, also Finch. Also deswegen diese Missachtung, glaube ich, ganz gut angebracht. Ich liebe aber sowieso Finchs Humor, wenn es um sein technisches Wissen geht. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war oder so, aber einfach dieses, brauchst du mein Passwort, und dann einfach nur, wie er sich dann so umdreht. Also das sind so diese kleinen Momente, die ich bei ihm liebe. Also Finch ist definitiv nicht so böse wie AT&T. Also so, kein Stück. Und Finch ist einfach so der coolste, ich glaube echt so mein absoluter Lieblingscharakter, was so dieses Hacker, Nerd, Computerexperte, Alleskönner, diese Filmfigur betrifft. So. Also der gefällt mir besser als die meisten anderen. Und was relativ schön ist, finde ich, oder was, wenn wir dann gleich zur nächsten Folge kommen, in der nächsten Folge, was mir sonst eigentlich immer sehr gut gefallen hat und auch in der Folge ganz gut, es wird nicht so wirklich viel Bohai drum gemacht, wie das jetzt geht. Ja, das stimmt. Wir werden jetzt nicht 5 Minuten eingeführt, wie er jetzt dieses Passwort gehackt hat, sondern der macht das einfach, der kann das einfach, was natürlich auch noch dazu seinem Mythos als Alleskönner da natürlich auch nicht abträglich ist. Aber wir kriegen jetzt nicht noch irgendwie Technik erklärt von Hollywood. Ja. Was problematisch ist, also irgendwelche komischen Bildschirme und irgendwelche komischen Sachen, wo man denkt, so sieht Computer nicht aus, sondern da wird meistens relativ wenig drauf Bezug genommen, was ich eigentlich sehr, sehr angenehm finde. Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Dann machen wir hier jetzt mal einen Cut. Eine Sache hätte ich, glaube ich, noch. Okay. Einfach so, ich finde, wenn wir die Folge für Folge abarbeiten, dann ist mir immer persönlich immer so die erste Minute, die letzte Minute, das finde ich immer auch so ein bisschen interessant. Wie hört es auf, wie fängt es an? Und die hat halt unter anderem damit geendet, dass Finch wieder so einen Moment hatte wie in Folge 1, den ich in Folge 1 super fand, den ich hier prinzipiell auch super fand, aber im Prinzip wieder eine Wiederholung war von dem Einzelnen, weil wieder so diese dramatische Musik, die Kamera zoomt so ein bisschen an ihn ran und er erzählt was über diesen neuen Mitspieler und bla bla bla, und dann this could be just the beginning. So. Ich bin empfänglich für solchen Pathos, ich mag das total, und bei so einer Serie ist natürlich, könnte ich eigentlich gar nicht oft genug sagen, oh, da kommt noch Scheiße auf uns zu, aber jetzt so zweimal direkt hintereinander so als mehr oder weniger Schlusswort, gerade von ihm, fand ich das ein bisschen aufgesetzt. Ja. Plus, also, ich habe halt auch, ich hoffe natürlich, dass ich in 22 Ausgaben sagen kann, war völliger Quatsch, aber im Moment ist halt dieses, man ist jetzt in der dritten Staffel und die Serie, ich liebe die Serie immer noch über alles, aber jetzt gerade auch mit diesem neuen Spieler, deswegen hoffe ich, der Tim hat recht, dass das am Ende der Staffel geklärt ist, habe ich halt auch so ein bisschen Angst, dass so dieses Lost-Phänomen eintritt, so wie er. Und wir übersteigen die Ratio von Fragen, die wir aufwerfen, zu Fragen, die wir beantworten können. Ja. Aber ich glaube, also, was wir bis jetzt gesehen haben, war ja, also in Staffel 1 und Staffel 2, war ja immer so, dass sie sich dessen bewusst sind und das eigentlich immer relativ befriedigend gelöst haben. Ja, aber wir haben jetzt immer noch eine Menge offene Sachen, die wir schon aus Staffel 1 mit uns mittragen. In Staffel 2 kamen noch welche dazu und jetzt kommen in Staffel 3 wieder welche dazu. Und klar, wird zwischendurch immer mal das geklärt, aber momentan wird der Berg an ungeklärten Sachen halt noch größer.
Ja, also ich sehe die Gefahr auch, aber ich glaube, dass sie bis jetzt das eigentlich immer relativ gut abgearbeitet haben. Und jetzt, klar, man schleppt irgendwie HR immer noch mit sich rum und man schleppt Elias mit sich rum, wo sich ja, also gerade bei Elias, sich ja relativ viel verändert hat auch. Ja, total. Was, glaube ich, dazu führt, dass mich das überhaupt nicht stört, wenn das auch noch weitergeschleppt wird. Und HR wird, glaube ich, also sie müssen es, glaube ich, erwähnen, weil sonst würden wir uns fragen, war da nicht was? Aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass es alleine dadurch, dass HR ja relativ am Boden ist, nicht zu einem Problem wird, dass man sagen, dass wir sagen werden, die Fäden kriegen sie alle gar nicht mehr zusammen. Was allerdings auch natürlich vielleicht so ein bisschen zum Realismus des Ganzen beiträgt, weil solche Sachen halt nie komplett ausgetrieben werden. Mhm. Also ich glaube, dass irgendwie sozusagen, okay, wir haben HR besiegt und HR ist jetzt weg und deswegen brauchen wir da nie wieder ein Wort drüber zu verlieren, wäre, glaube ich, in dem Fall sogar ein bisschen unrealistisch. Ja, dann sowieso. So, also deswegen, also bis jetzt hat mich da so nicht so wirklich was gestört. Meine Hoffnung ist jetzt für diese neuen Leute, dass man da, so sie denn der Hauptgegner werden in der Staffel, dass man da am Schluss relativ gut sagen kann, wir haben, da gibt's vielleicht noch ein paar Splitter, Fraktionen, aber eigentlich hauptsächlich haben wir mit denen abgeschlossen. Okay. Haben wir denn dann auch mit der, dann war das quasi ja der Gegner aus der zweiten Staffel, die Maschine freisetzen wollten. Wie hieß die Organisation? Irgendwas mit D, oder? Na, Decima wollte sie nicht gerade freisetzen, sondern sie wollte eigentlich für ihre eigenen Zwecke einsparen. Genau, aber da ist für mich auch noch nicht ganz klar, ist das Thema komplett abgeschlossen oder? Also eigentlich existieren die ja noch, oder? Die sind auf jeden Fall noch eine mögliche Bedrohung, genau. Und sowas meine ich, weißt du, wenn die komplett weggemacht worden wäre, dann wäre das Kapitel abgeschlossen, aber jetzt ist halt, das ist immer noch so im Hinterkopf. Ja, also wenn ich jetzt... Ich finde es eigentlich ein bisschen, also ich finde das gar nicht so schlecht. Also klar gibt es immer die Lustgefahr und dass die Sachen nicht beantwortet werden, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man jetzt nicht so eine Übermacht von, da sind Gegner, die haben seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten die Fäden in der Hand und dann kommt da ein Hacker und seine Muscle um die Ecke und die erledigen das alles. Sofort mit in einer halben Staffel oder so. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn wir die sozusagen als zusätzliche Bedrohung immer noch. Vielleicht gibt es ja auch Koalitionen. Alles klar. Man sieht auf jeden Fall, die zweite Staffel lässt eine Menge Platz für Spekulationen und könnte offener kaum sein. Genau, dann würde ich sagen, beenden wir auch jetzt die zweite Folge. Ich wollte auch nochmal als Abschluss... Eine Sache müssen wir neu erwähnen. Ja, okay. Genau. Und zwar die Hommage an The Parallax View, die im Fahrstuhl stattfindet. Ja. Und zwar gibt es ja im Parallax View die Szene, wo Warren Beatty kodiert wird mit Video. Also es gibt immer diese Bilder, pathetische Musik, die Flagge weht, der Adler schreit, weiß ich nicht. Also er wird da ja konditioniert. Und zwischendurch gibt's halt immer diese Einblendung, diese Texteinblendung, Love, Country, weiß ich nicht was. Ja. Und im Fahrstuhl gibt's ja denselben Moment, wo nochmal das Video gezeigt wird und dann Lie. Und. Also fand ich ganz, ganz interessant. Ist mir natürlich auch nicht aufgefallen, aber habe ich dann nachgelesen. beim AV Club
Und fand ich dann natürlich nochmal. Also mich hat es an so eine X-Files-Folge erinnert, wo eben auch die Leute quasi so zu Massenmördern werden, indem sie halt so umprogrammiert werden durch, indem sie halt auf irgendwelche technischen Bildschirme starren und da eben auch sublime Botschaften bekommen, die sie dann quasi so zu Robotern machen. An X-Files fühle ich mich in der Folge auch ein bisschen erinnert, aber das lag, glaube ich, an diesem Bürohaus-Setting. Ja. Also ich habe zwischendurch immer, und dieses Fahrstuhlfahren und so, gab es ja bei X-Files auch immer mal. Genau, da gab es auch eine böse künstliche Intelligenz. Das fühlt sich jetzt hier irgendwie, da gab es eine ganz schlimme Folge mit einem bösen Fahrstuhl, glaube ich. Ne? Ja, okay, dann beenden wir die Folge mit dem bösen Fahrstuhl. Und sprechen uns dann in Kürze wieder. Zu Folge 3. Zu Folge 3. Genau. Wo dann. Die Titel Lady Killers. Genau. Killer. Lady Killer. Genau. Killer. Okay, dann in dem Sinne. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. Bye bye.